Gut, danke für die Vorstellung. Mein Name ist Markus Tauber. Ja, ich habe zwei Hüte auf. Ich bin einerseits beim Internet Club Burgenland, andererseits im Austrian Institute of Technology, wo ich mich beiden Firmen und Organisationen mit Cloud-Themen beschäftige. Und ich will heute kurz erzählen über OnCloud, beziehungsweise über eine Alternative zu globalen Datendiensten, wie zum Beispiel Gmail oder Alternativen. Und ja, will mit hands-on praktischen Beispielen erklären, wie kann ich das als Benutzer jetzt wirklich selber verwenden, und will dann nochmal dann darauf zurückkommen, zusammenfassend, nachdem ich es hergezeigt habe, dass es eigentlich eh ganz einfach ist, sowas auch selber zu basteln, was für Effekte hätte das jetzt auf lokale und regionale IT-Themen. Ja. Der Lauschangriff, wir alle haben in den letzten paar Jahren davon gehört, durch die Dokumente, die vom Edward Snowden geleakt wurden. Wir wissen alle, dass wir mittlerweile gläserne Bürger sind und dass sehr viele Leute nachschauen können, was wir eigentlich so im Internet machen. Und ich habe das jetzt einmal als den staatlichen Lauschangriff kategorisiert, und ich zitiere jetzt mal meinen Kollegen Thomas Breyer vom letzten Jahr, der da im Detail darüber vorgetragen hat. Die NSA bzw. die staatlichen Organisationen, die uns ausspionieren können, die haben genauso wie ihre militärischen Pendants Mittel und Wege, dass sie, wenn sie wollen, morgen bei mir im Wohnzimmer stehen können. Also wenn die Navy SEALs bei mir morgen im Wohnzimmer stehen wollen, dann machen sie das. Und genauso haben die natürlich auch Mittel und Wege, zu meinen Daten zu kommen. Also wir haben da in den Vorträgen im Vorjahr gehört, es gibt keine Chips, die in den Monitorkabeln eingebaut sind und die dann den ganzen Inhalt vom Monitor übertragen können. Also ein Waffenarsenal wie beim James Bond. Allerdings, was da zu berücksichtigen ist, diese Tools und diese Lauschmöglichkeiten sind konzipiert auf gezielte Attacken, also sprich auf einzelne Objekte, diese zu überwachen. Und meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, ja, passt mir nicht, dass jemand meine Daten lesen könnte, wenn das wollte. Allerdings habe ich davor weniger Angst, weil die Leute mir in ihrer Job Description drinnen stehen, dass sie auf mich aufpassen sollen. Also gut, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, wie das ist, aber ich sage das jetzt deshalb so provokant und schaue in deine Richtung. Ich habe vor denen weniger Angst, als wie vor dem kommerziellen Lauschangriff. Weil hier geben wir unsere Daten freiwillig her, ohne es zu wissen. Wir verwenden IT-Infrastrukturen von großen Konzernen gratis. Also jeder, der schon mal einen Server aufgesetzt hat und betrieben hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Facebook, Google, die zusammen, die haben ja zig Millionen User. Also der Betrieb von dem Ganzen kostet ziemlich viel, und die geben das aber gratis her. Das heißt, kommt uns nur so vor, als wäre es gratis, dass wir das hergeben. Wir geben nämlich, wie Dilbert da sagt, die Daten her, und diese Daten werden dann gehandelt. Aber wenn Daten gehandelt werden, als Eigentum gehandelt werden, das ist jetzt eine Frage dann für die Rechtswissenschaftler, da habe ich mit einigen letzte Woche diskutiert. Wir haben dann auch vorgeschlagen, also ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, darum gebe ich das jetzt nur wieder, die haben vorgeschlagen, dass hier neue Definitionen von Eigentum von Daten gefordert sind, und haben zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass genau für solche Szenarien, wo ich jetzt die Infrastruktur Dritter nutze und meine Daten gespeichert werden können, der Begriff des Eigentums für die Daten entfallen sollte. Warum? Weil dann kann es auch niemand verkaufen. Dann kann ich in einer Benutzungsvereinbarung festlegen, dass meine Daten für einen gewissen Zeitraum, für ein gewisses Thema gebraucht werden können.
und dann eben nicht mehr. Weil jetzt momentan ist es so, wenn ich mir beim Merkur eine Kundenkarte kaufe und Merkur hat eine Versicherung dabei und ich unterschreibe irgendwo im Smallprint, dass die Daten weitergeben dürfen, dann könnten die theoretisch, weil ich meine Daten verkauft habe, da könnten die zum Beispiel an die Versicherung weitergeben, der Tauber hat jetzt die letzten 5 Monate jede Woche 3 Tafeln Schokoladen eingekauft, das heißt, der hat ein erhöhtes Risiko auf Diabetes, wir erhöhen sicherheitshalber seine Krankenversicherung. Kann man natürlich weiterspinnen, also Versicherungen werden heutzutage insbesondere im anglosächsischen Sprachraum und in der anglosächsischen Kultur personalisiert. Als ich zum Beispiel in Großbritannien gewohnt habe, hat die Versicherung meinen Tarif für mein Auto geändert, nachdem ich gemeldet habe, dass ich jetzt verheiratet bin, weil nach der Statistik fahren verheiratete Männer anders als wie unverheiratete Männer. Wenn wir das jetzt weiterspielen, dieses Szenario, dass eben Daten nicht mehr mir gehören, weil ich die Infrastruktur von Dritten verwende, die damit handeln dürfen und damit machen können, was sie wollen. Ein zukünftiges Horrorszenario wäre dann zum Beispiel, dass ich nach Schwammerl oder Bärlauchrezepten google und dadurch statistisch ein höheres Risiko habe, irgendwann einmal Maiglöckerl zu erwischen oder ein giftiges Schwammerl und dadurch eine Vergiftung zu haben. Und dadurch, wenn eben ein Suchmaschinenbetreiber wie Google diese Daten verkaufen dürfte, wird dann automatisch meine Krankenversicherung und meine Lebensversicherung teurer, nur weil ich nach Schwammerl- und Bärlauchrezepten gegoogelt habe. Aber das ist das, was wir momentan machen, wenn wir globale Netzwerke und globale Dienste verwenden, die uns augenscheinlich gratis, aber wirklich zahlen wir mit unseren Daten und mit der Möglichkeit, hier Statistiken über uns zu bauen, zahlen wir damit. Gmail bietet das jetzt auch an. Ich will jetzt nicht Google alleine nur verdammen hier und gegen die Wettern. Darum habe ich explizit zum Beispiel hergeschrieben, es gibt viele andere Plattformen auch und das ist ein generelles Problem. Wenn ich jetzt die Infrastruktur Dritter verwende, dann verkaufe ich denen quasi dafür, dass ich das verwenden darf, meine Daten. Und es wird hier auch explizit auch so beworben, dass es mit Gmail einfach ist, zwischen verschiedenen Devices, E-Mails, Kalender und Kontaktdaten zu synchronisieren. Und das ist natürlich auch praktisch, weil wenn ich jetzt mit irgendjemandem heute plaudere und mir dann die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse in mein Handy reintippe und ich habe das, wenn ich dann zu Hause bin, vom Laptop sitze, habe das dann automatisch auf meinen Laptop wieder drauf und die Kontaktdaten sind synchronisiert und ich muss die nur einmal updaten. Na, das wollen wir natürlich alle haben. Nur die Frage ist, zu welchem Preis. Und hier möchte ich heute eine Alternative eben zu solchen globalen Diensten wie zum Beispiel die Google-Plattformen vorstellen. Und zwar nennt sich das OnCloud. Das ist jetzt noch von OnCloud 6. Es gibt mittlerweile ein OnCloud 8 mit viel mehr Features, als die ich jetzt hierher zeige. Beziehungsweise OnCloud 6 hatte schon viel mehr Features, als die ich hier auf den Slides herzeige. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und der Vortrag nur 30 Minuten. Kriegen wir nicht alles unter. Darum die wichtigsten Sachen habe ich hier auf den Slides drauf. Also was ich mit diesem OnCloud machen kann, ist genau das, was jetzt auf dem Google Advertisement drauf gestanden ist. Ich kann hier einen zentralen Server haben, den kann ich jetzt entweder bei mir zu Hause aufstellen und die Verbindung dann immer nur dann etablieren, wenn ich in meinem Hausnetzwerk bin oder eben bei einem vertrauenswürdigen Dritten oder Institutionen wie zum Beispiel das EBRZ bietet das fürs Burgenland an. Na, Kollegen vom EBRZ, meinen das nicht? Na, vielleicht ist das ein Resultat der heutigen Diskussion. Und da kann ich dann zentral meine Dateien, meine Kontakte, meine Kalender speichern und kann die dann zwischen verschiedenen Devices synchronisieren und habe dann immer denselben Datensatz. Gut, ich habe jetzt mit wirklich ganz einfachen Screenshots einfach nur hier gezeigt, wie kann ich das jetzt
damit ich den Beweis antrete, na, das ist nicht nur theoretisch möglich, das kann man auch machen, mit ein paar einfachen Screenshots gezeigt, wie schaut das aus, wenn ich das wirklich bei mir einrichten will. Also die Installation von OnCloud funktioniert, wenn ich jetzt das bei meinem eigenen Server aufsetzen will, fast out of the box. Lege mir einfach einen Benutzeraccount an und dann kann ich mich schon einloggen und dann sehe ich einmal die Dateien, die da drauf sind. Ja, es werden viele von euch das schon gesehen haben, der Hintergrund hier, das ist ein Ubuntu-Betriebssystem, das war das 14.0er und ja, Standardinstallation, nichts Spezielles gemacht damit. Ich sehe über das Webinterface, also das ist jetzt wirklich nur das Webinterface vom OnCloud-Server, das ich ohne irgendein spezielles Device ansteuern kann, wo ich auch hier Dateien raufladen kann, meine Ordner verwalten kann. Dann gibt es Reiter, im neuen schaut es ein bisschen anders aus, da klappt man das da runter extra, da gibt es keine fixe Leiste, da hat man einen Kalender, wie gesagt, auch nichts Spezielles. Nur das, was man sich merken muss, wie das bei vielen Softwaren so ist. Die Buttons für die Settings sind bei einer Applikation hier, bei der nächsten, also einer in der rechts oben in der Ecke, bei der nächsten links oben in der Ecke. Das heißt, man muss sich auf ein bisschen was bei Suchen einstellen, wenn man das über die Webseite versucht, das erste Mal zu konfigurieren. Warum ich das explizit hier erwähne, ich werde es nachher nochmal sagen, wenn wir soweit sind, man braucht dann das, man kann sich von hier ganz einfach die Adressen rauskopieren, um die Services von den einzelnen Devices aus anzusteuern. Ja, Kontakte, wie gesagt, auch selbsterklärend. Und ja, hier wieder die Buttons, damit man zu den geheimen Einstellungen kommt in der anderen Ecke vom Bildschirm. In der neuesten 8er Version hat sich es wieder geändert, da sind es in der linken und in der rechten Ecke. Aber da kommt man dann eben zu diesen Links, wie man es ansteuert von den Devices. Ja, hier habe ich dann ein paar Screenshots, um zu zeigen, wie einfach das dann geht, dass man das am Laptop einrichtet. Auch wieder unter Linux Ubuntu 12.04 mit Thunderbird, Lightning, einem Modul, einem SOGO-Modul für Thunderbird, um die Kalender anzusteuern. Und was man dazu braucht, ist natürlich Zeit. Das Lightning-Modul ist ein Kalendermodul für Thunderbird. Das Ganze funktioniert übrigens auch unter Windows genauso. Lightning-Modul ist ein Kalendermodul, lässt sich mit Click und Play ansteuern. Dann braucht man nur einfach einen neuen Kalender einrichten hier. Den Netzwerkkalender natürlich, den man über das CalDAV-Protokoll ansteuert. Und hier braucht man dann diesen, diesen Link dazu, den man entweder aus der Dokumentation rausnehmen kann oder man kopiert es einfach über die Webseite, wie ich es vorher gezeigt habe. Und voilà, man hat seinen Kalender straightforward, Click und Play einfach zu machen. Bei den Kontakten ist ein bisschen komplizierter, da braucht man den SOGO-Connector. Hier ist die Usability auch wieder nicht so glücklich gelungen, weil wenn man über Web den SOGO-Connector einmal runterlädt, dann will der Thunderbird, der Browser, den installieren, weil die Plugins dieselbe Extensions haben. Da gibt es natürlich ein Kompatibilitätsproblem. Das heißt, man muss es dann extra explizit nochmal im Mail-Client öffnen und dort als Plugin installieren. Ja, und hier kann man auch wieder ganz einfach über Copy-Paste von der Webseite die Adresse hernehmen, um eben dieses Service vom Laptop aus anzusteuern. Und last but not least, auch über die grafischen User-Interfaces für File-Managers kann man das ganz einfach per Click und Play auch wieder mit der
einfach mit der Adresse aus den Settings einfügen und habe das dann mehr oder weniger in das lokale Filesystem eingebunden und gemountet. Also straightforward auf dem Laptop. Am Smartphone eigentlich auch ganz einfach, wenn man weiß, welche, so wie immer, wenn man weiß, welche Module man dazu installieren muss. ja, am Samsung, ich habe das mit einem Samsung Galaxy S2 mit Android Cyanogen Mode und den CalDAV, den CarDAV Modulen gemacht und habe auch ein OnCloud Plugin gekauft, das kostet 80 Cent, das habe ich investiert. Plus zusätzlich Zeit wieder. Also man sieht schon bei den Anleitungen die, und bei den Bullet Points, die ich hier gebracht habe, man kann es machen. Viele von den Standard globalen Diensten wie das Google Mail und so kommen halt schon automatisch mit eingebunden. Wie bei vielen Open Source Lösungen, der Zeitfaktor ist halt wirklich wichtig, man muss sich halt damit ein bisschen beschäftigen. Aber das ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich meine Daten behalten kann. Gut, so sieht das ungefähr aus, das CalDAV-Modul, das Plugin, was ich mir von Play Store einspielen kann. Ja, die Settings dazu haben auch ganz klar den Link, verlangen den Link, den ich mir auch wieder mit, gut, da geht es nicht mit Copy-Paste, da muss ich ihn dann runter tippen, aber das geht gerade noch. Und so sieht das dann aus. Mit den Modulen und wie man die ansteuert, kann man dann in der neuesten Android-Version kann man es dann über Konten und zu den verschiedenen Applikationen hinzufügen anzeigen. Das Modul, um sich die Kontaktdaten zu synchronisieren, heißt CardDAV, auch gratis. Ja, hier muss man auch wieder die ganze Wurst eintippen, die man wieder aus dem Webinterface rauslesen kann oder aus der Doku. Drum hier immer wieder die Referenz zurück auf die Webseite. Und bei den Files, wie gesagt, da habe ich ganze 80 Cent investiert und mir dieses OnCloud-Modul gekauft. Das Tolle mit dem Ding ist, hier habe ich nicht nur von meinem Smartphone aus Zugriff auf meine Dateien, ich kann auch genauso wie bei Instagram konfigurieren, dass meine Daten, meine Fotos, wenn ich sie mache, direkt gleich in die OnCloud kopiert werden. Ja, man kann auch hier differenzieren, mache das nur, wenn ich im Wireless LAN verbunden bin. Oder man kann es auch manuell hochladen. Das heißt, was wir jetzt gesehen haben, sind alles Features, die auch von Gmail-Accounts angeboten werden, sprich den Kalender. Ich kann das Ganze natürlich auch zwischen verschiedenen Benutzern teilen. Ich habe hier meine Kalender, genauso wie bei Gmail. Ich habe meine Kontakte wie bei Gmail. Ich habe meine Files, genauso wie bei OneDrive oder die Fotos bei Instagram. Das heißt, der einzige Unterschied im Vergleich zu diesen Lösungen, die eben von diesen großen Konzernen angeboten werden, ist, dass diese Lösungen von den großen Konzernen gleich direkt in zum Beispiel die Betriebssysteme in Android oder bei Microsoft in die Outlook Suite, in die Office Suite eingebaut sind. Und hier muss ich mich halt selber darum kümmern, dass ich das einbauen kann. Und da gibt es natürlich, so wie bei allen Open-Source-Lösungen, verschiedenste Wege. Ich habe das jetzt alles explizit nur über die grafische User-Oberfläche gezeigt, dass das alles mit Click and Play ganz einfach funktioniert. Man kann natürlich auch ein bisschen hacken und Config-Files umschreiben, aber der Hauptpunkt ist ja, das kommt halt nicht ganz umsonst, man muss halt ein bisschen investieren, aber dafür kennt man sich im Nachhinein ein bisschen mit seiner eigenen Infrastruktur aus, ist auch nicht das Schlechteste. Man muss nicht jeder sein Auto reparieren können, der uns fährt, aber wenn man zumindest ein bisschen helfen kann, ist auch ganz gut. Es gibt dann noch verschiedenste Zusatzmodule, die OnCloud-Lösung
als Alternative für viele andere kommerzielle globale Plattformen ermöglichen. Das heißt zum Beispiel, also wer Google Docs kennt oder OneDrive, wo man gemeinsam was editieren kann. Ich hatte ein ganz ein witziges Erlebnis mit Google Docs. Wir haben gemeinsam, gut, darum verwendet man es ja, ein Dokument editiert mit Kollegen aus einem anderen Land. Und ich hatte dann zufälligerweise bei meinen Google-Suchen die nächsten paar Wochen laufend Werbeanzeigen drinnen oder Links als erstes gelistet, die ja, den Keywords von dem Dokument entsprochen haben. Also ja, aber wie gesagt, solche Sachen gibt es hier auch. Gut, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist, und ich kann das dann gerne in der Pause auch live herzeigen auf dem Handy, wenn es interessiert und wer vielleicht auch selber gleich was einrichten will. Aber der Punkt ist, es gibt Alternativen. Diese Sachen, die ich jetzt momentan bei global agierenden Konzernen, die viele Daten über uns sammeln und jetzt momentan schon für Werbezwecke verkaufen. Das Horror-Szenario ist, dass wirklich einmal das, eine Versicherung dann auch kaufen darf, dass ich mir das mit nicht allzu viel Aufwand selber machen kann. Und was natürlich ein Sekundäreffekt ist, nicht nur der Sicherheitsaspekt, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel meine Uncloud-Instanz beim lokalen Betreiber meines Vertrauens laufen habe, dass ich natürlich, anstatt meine Daten irgendwo global abzulagern und jemandem zu ermöglichen, damit Geschäft zu machen, die lokale Wirtschaft mehr fördere. Oder wenn ich als Firma so etwas nutze und einen lokalen IT-Dienstleister dazu verwende, fördere ich eher jetzt die lokale Wirtschaft, anstatt dass ich das global nutze. Und ein derzeitiger Effekt natürlich, wenn ich einen lokalen IT-Dienstleister hier beauftrage, das zu machen, anstatt irgendeine globale Lösung zu verwenden, ist natürlich, dass ich das Know-how auf dem Standort auch stärke. Vielleicht nicht ganz zu unterschätzen, insbesondere in dem Rahmen hier vielleicht interessant. Gut. Das ist allerdings nicht das Ende der Geschichte. Diese Sachen wohnen nach wie vor heutzutage auf der Cloud, die eigentlich nichts anderes ist wie ein Virtualisierungsutility in einem Rechenzentrum mittlerweile. Und auch wenn wenn diese OnCloud-Applikation jetzt bei dem Provider meines Vertrauens lokal läuft, sind nach wie vor grundsätzlich jetzt zur Cloud-Technologie im weiteren Sinne, die Basis, die Unterliegende dazu bildet, bedarf es noch Lösungen von Steigerung von Transparenz. Cloud selber abstrahiert über die verwendeten Ressourcen. Das ist technisch alles ganz toll und schön, aber hier hat man bei den technischen Möglichkeiten und bei der Performance ein bisschen Gas gegeben und hat auf die Entwicklung der Sicherheit und der Transparenz ein bisschen weniger Rücksicht genommen. Insbesondere jetzt, wo auch kritische Infrastrukturprovider und andere Organisationen, die sensiblere Daten verarbeiten, überlegen, diese kommerziellen und performance-technischen Vorteile zu nutzen. Das muss jetzt gar nicht bei einem globalen Provider sein, sondern bei einem lokalen auch. Bedarf es auch noch Lösungen hier in dem Bereich. Und das sind zum Beispiel Themen, in denen wir uns in unseren Forschungsarbeiten im IT, unter anderem im Projekt Secret, widmen. Danke. Okay.